Hallo YouTube, hier ist er wieder, euer Oldie Diego. Ja, was ist los, Clark? Nix ist los. Ich habe gerade den falschen Monitor aufgenommen, jetzt muss ich nochmal von vorne anfangen. Was ich euch sagen wollte, das ist echt doof, ey. Was ich euch sagen wollte, ich habe das Problem mit dem Frontlader gefixt. Dank Privat, die hat mich aufs richtige Pferdchen gesetzt. Ich hatte das Problem, dass ich immer hin und her schalten musste, ne? Zwischen Ausklinken und Heben. Ne? Also wenn vorne angewählt ist, dann hebt er nicht und dann, boah, war Katastrophe war das, ne? Da hatte Privat gesagt, ja, guck mal nach dem Gewicht. Da ist eine Höhenverstellung drin. Ich so, nee, da ist keine manuelle Höhenverstellung drin, das kann nicht sein. Irgendwas stimmt hier nicht. Und da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Dieser hier, man sieht sie jetzt zwar nicht, aber der hat verstellbare Spiegel per Mouse-Control. Diese alten Drecksdinger, ich wollte sie eh die ganze Zeit schon rausschmeißen. Gleich bei dem anderen Deutz kann ich euch die zeigen. Da sind die nämlich eingeblendet, weil die nur an der Kabine dran sind. Echt, ich hatte das beim Henry vom... Ach, das ist ja auch schon wieder Wochen her. Henry streamt doch nicht so oft im Moment. Ja gut, er hat ja auch nicht mehr die Möglichkeiten... Er muss dann halt immer gucken, wenn die Frau ist nicht ganz so schlimm, aber wenn die Shorties nicht da sind, dann ist einfacher mit Streaming, ne? Weil er kein Streamingzimmer hat. Egal, das wollte ich gar nicht sagen. Auf jeden Fall hat er da auch irgendwas gehabt mit Mouse Control und so. Ich so, boah, Alter, ist das Erste, was bei mir rausfliegt, ne? Hast du ja öfter schon mal gehabt, so Dachluke aufmachen, hinten Heckscheibe aufstellen. Und da machst du irgendwas mit der Maus, weil ich mache ja wirklich viele Sachen mit der Maus. Also fast ausschließlich. Und dann willst du irgendwas machen, was weiß ich, Güllefass, hier Schwenkarm runter. Dann guckst du, geht wieder nicht. Und dann siehst du wieder, wie Beifahrertür auf und zu gemacht wird oder hinten Heckscheibe auf und zu geht. Ich so, boah, ey, raus damit, raus. Ne? Und wie gesagt, erzähl das doch so großspurig. Ja, und hier bin ich, manchmal ist man auch echt betriebsblind, ne? Apropos betriebsblind. Mir hat da einer geschrieben in den Kommentaren, wieso hast du eigentlich zwei Schalldämpfer in deinem Trecker? Ich muss jetzt mal 10 Minuten lang überlegen, was will der von mir? Was denn für Schalldämpfer? Ne? Und da war tatsächlich in der Config-Datei was nicht richtig eingestellt. Also da waren die einfach nur, die Reihenfolge war einfach die Zahlen durcheinander geworfen. War gar nicht schwer zu fixen, nur ich musste auch erstmal gucken. Ne? Ich musste erstmal drauf kommen, weil ich habe das Ding ja nicht gebaut. Ne? Das hat ja privat mir so zur Verfügung gestellt. Und da hatten vorher sich aber auch schon einige Leute dran versucht. Und dann ist immer schwierig, ne? Wenn du so eine Bastelbude hast. Nee, habe ich aber dann Gott sei Dank doch gefunden. Dann manchmal funktioniert die eine Gehirnzelle dann ja doch noch. Nee, und jetzt habe ich das halt so gemacht, also bei dem, wo der Ausklingfrontlader dran ist, da habe ich den Auspuff unten gemacht. Hatten viele auch damals, hatte, glaube ich, auch was mit der Kabine zu tun. Also ich weiß nicht, wie es bei dem 62er ist. Da gibt es ja auch zig verschiedene Baustufen. Nee, der ist weit genug weg. Also bei unserem 72er war der gefühlt hier vorne. Ja, war der. Der war ungefähr auf Tankdeckelhöhe. Da konntest du die Frontscheibe exakt 10 cm weit aufmachen. Und das war im Sommer ziemlich blöde. Wenn er natürlich hier hinten ist, dann kriegst du die Frontscheibe ganz auf. Ne? Ich habe jetzt keine... Nee, aber wie gesagt, das ist einfach nur eine Config-Datei gewesen. Also in der Config-Datei ein Eintrag. War relativ easy. Ne? Naja. Haben wir das auch gepixt. Ne? Ja, ansonsten die Rübchen habe ich hier mit diesem kleinen Erdwolf rausgemacht. Also habe ich auch nicht selber gemacht, hat der Helfer gemacht. Ne? Die waren hier drauf von Start an. Ich so, ja, ne, hätte ich auch unterflügen können. Ich brauche die nicht. Ich tue die einlagern und gut ist. Ne. So konnte ich diesem kleinen Erdwolf mal... Alter, der muss richtig wühlen hier. Komm, komm, mein kleiner Ian, schalte ruhig. Ich, Junge. Oh, jetzt muss ich auch noch anhalten hier. Nein, hier mit diesem Erdwolf, ne. Da habe ich das mit rausgewuschelt, das Zeug. Ist ziemlich easy, brauchst kein Kraut entfernen, nix, ne. Du stellst das Ding einfach da an den Acker ran, Helfer rein und dann lügt er dir das Feld leer. Das ist ziemlich easy. Hier stand vorher so eine, ich weiß nicht, ob das zufällig einer gesehen hat im Video, ich habe es nicht extra erwähnt,
Aber hier stand so eine Egge, so eine Zinkenegge, wie man früher auch hinter der Pferde hergezogen hat. Einfach mit so geraden Pinnen. Die habe ich rausgeschmissen. Also die hatte so viele Fehlereinträge. Boah, da war ja nichts ready to go. Aber wirklich nichts. Und ja, wie gesagt, die habe ich rausgelöscht. Ich habe auch noch so ein, zwei Einträge habe ich noch in der Lok, wo ich vielleicht nochmal nachgucken könnte. Aber es geht eigentlich. Was ich jetzt nicht weiß, ist, warum der Schneidwerkwagen schon wieder so komisch da steht. So habe ich den nicht dahingestellt. Ne? Manchmal wandern die Sachen auch, ey. Ach so, hier vorne ist die Walze, zeige ich euch nochmal. Ey, und dann habe ich eben auch schon gesehen, was auch ziemlich dümmlich ist. Na, eigentlich ist es ja nicht dümmlich, was willst du machen? Ist ja im Real Life genauso. Die Klappe hat eine Kolli. Und wenn der so einen kleinen Kilimandscharo dahin kippt und die Klappe quasi den Haufen berührt, dann ist natürlich Kolli auf Kolli und dann blockiert das. Ist klar, ist im Real Life auch so, ne? Du machst ja auch die Klappe kaputt, ne? Aber in-game, ja gut. Weiß ich nicht, ob man da vielleicht... Also ich hatte gerade schon überlegt, weil die Kolli ja mit auf und zu geht, ne? Ob man dann vielleicht die Kolli stehen lässt. Na, jetzt weiß ich aber nicht, wenn man dann mal so Ballen abkippen. Obwohl, also ich habe im Drehschemel versucht, Ballen abzukippen. Das geht nicht. Also die flutschen da nicht durch. Jetzt macht der Drehschemel aber, glaube ich, auch nur unten die unterste Klappe auf. Ne? Der macht nicht ganz, also nicht beide Klappen auf, wenn ich richtig informiert bin. Müsste man bei diesem mal ausprobieren, obwohl ich habe ja mittlerweile auch eine schöne Alternative gefunden. Mit dem Belleches machen. Das probieren wir nachher bei den Strohballen und zeigen wir das mal zusammen. Ne? Hier ist die Walze des Wahnsinns. hat die mich in den Wahnsinn getrieben. Mit den Config-Dateien. Ne? Also auch, die hatte hinten dran noch so eine Anhängerkupplung. Ach ja, oder halt links und rechts eine Anhängerkupplung. Und da stand noch Roller drin. Und ich so, wieso nimmt der meine Werte nicht an? Das kann doch gar nicht sein. Ich hatte beim Silo-Verdichten hier vorne, habe ich ja ein bisschen Mais-Silo gemacht. Das war hauptsächlich, um den Verdichter zu testen, das Mais-Silo. Und dann habe ich gedacht, warum nimmt der meine Werte nicht an? Und dann so die Klassiker erstmal, ne? Na, wieder zweimal die Mod im Ordner und so, kennt man ja, ne? Alles, hat es ja alles schon gegeben. Ist ja nicht so, als wenn es noch nie gegeben hätte, dass ich nicht die gezippte und ungezippte Mod im Ordner hätte, ne? Und dann machst du das nämlich auch, ne? Du änderst irgendwas, lädst das Spiel. Der nimmt die Änderungen nicht und so, weißt du, so sitzt du dann davor, ne? Jetzt habe ich nur noch das Problem hier mit den Spiegeln. Ihr seht ja, wie beschissen die... Also den konnte man eh nie einstellen, der stand schon immer so komisch. Und diesen hier, weiß ich jetzt nicht, muss ich den im GE einstellen oder stelle ich den in der Fahrzeug-XML ein? Weil so wollte ich den... ich benutze eh nie Spiegel, aber so wollte ich den jetzt auch nicht stehen lassen, ne? Wie gesagt, diese ganzen Maus-Control-Dinger, ey, baut das bitte erst gar nicht ein. Wenn das eine Taste hat, ist das schön und gut. Aber nicht dieses Maus-Control-Zeug, ey. Das macht einen ja wahnsinnig. Nein, eigentlich ist das ja eine tolle Idee. Nur so gewisse Basisfunktionen vom Spiel funktionieren dann halt nicht mehr so, ne? Wie zum Beispiel Frontlader, ne? Weil ich habe das gar nicht gemerkt. Wie gesagt, der hat die Spiegel ja gar nicht. Ne? Der wollte immer, wenn ich den Frontlader bewegt habe, wollte er die Spiegel einstellen. Weil ich habe auch mal das F1-Menü aus. Ne? Wenn du jetzt das F1-Menü an hast, siehst du, dass der den Spiegel einstellen will dann jedes Mal. Ne? Aber ich muss ja auch nicht jedes Mal den Spiegel einstellen. Das ist auch irgendwie eine komische Funktion. Also es ist wirklich eine komische Funktion. Na gut, klar. Nee, obwohl nein. Na, Blödsinn. Wenn ich in meinem Auto alleine fahre, wenn da kein anderer mit fährt, stelle ich mir einmal den Spiegel ein und dann bleibt er so. Es sei denn, gut, du hast vielleicht mal einen Anhänger, dann verstellst du ihn vielleicht mal, weil du dann doch mit dem Anhänger anders gucken willst. Ja. Obwohl, was ich früher manchmal gemacht habe, als ich noch viel am Straßenrand geparkt habe, bei meinem Omega habe ich das viel gemacht. Da habe ich den Beifahrerspiegel dann immer verstellt. Also die waren ja auch schon elektrisch. Dass der mir die Bordsteinkante gezeigt hat. Ne? Normalerweise hast du ja so, dass du den toten Winkel so ein bisschen abdeckst. Ne? Wegen Überholen und so.
Und wenn ich dann aber geparkt habe, habe ich mir den Spiegel runtergeklappt, dass ich die Kante sehen konnte. Das war eigentlich eine coole Sache. Aber bei meinem Bulli brauche ich das gar nicht versuchen. Ich weiß gar nicht, ob der Spiegel da überhaupt hinkommt. In solche Gegenden. Der Bulli ist auch die reinste Katastrophe zum Parken. Der hat so einen langen Radstand. Also ein langer Radstand ist schön für den Fahrkomfort. Ich habe halt den langen Radstand, weil der das Bett hat. Ich weiß gar nicht genau. Ich glaube, mit Bett gibt es den gar nicht mit dem kurzen Radstand, weil den, was ist denn das? Ein Viano ist das, ne? Den gibt es ja auch mit dem kurzen Radstand, ne? Aber nicht, wenn du das Bett hast. Ne, das passt ja auch gar nicht anders. Wenn du oben eine vernünftige Liegefläche von 2 Meter haben willst, plus das Loch zum Reinkrabbeln, brauchst du schon einen langen Radstand. Aber zum Fahren ist das auch schön. Also ein langer Radstand ist immer hohes Fahrkomfort. Aber der Wenderadius, Alter, das Ding, das ist so steif wie ein 7,5-Tonner, ey. Obwohl, ein 7,5-Tonner ist noch wendiger, weil der weiter rüber guckt, ne? Das ist ja beim 7,5-Tonner das Rad nicht hinten an der Stoßstange, sondern das Rad sitzt ja weiter in der Mitte, ne? Und bei meinem habe ich das Gefühl, die Räder sitzen direkt hinter der Stoßstange, ey. Auf beiden Seiten. Katastrophe. Wie gesagt. Aber ich muss ja nicht mehr am Seitenstreifen parken. Das war damals, als wir eine Mietwohnung hatten noch, ne? Wir hatten zwar eine Garage, da stand aber schon immer, also das ist auch witzig, ne? Der Garagenplatz gehört immer schon meiner Frau, ne? Immer schon. Immer wenn wir eine Garage hatten, stand da das Auto von meiner Frau drin. Das war schon komisch, ne? Meiner stand in meiner Straße. Und wie gesagt, und da musste ich halt immer sehen, man will ja dann auch nicht mitten auf der Straße stehen, ne? Und dann habe ich den immer schön an der Bordsteinkante ausgerichtet. Aber jetzt habe ich ja einen eigenen Stellplatz. Müssen wir mal gucken, die Kleine hat jetzt auch ein Auto. Ich wollte schon lange mal gucken, aber ach, ich habe im Moment kein Geld dafür und ich muss mal gucken, ich habe noch einen Bausparvertrag. Den könnte ich ziehen schon, aber der ist noch nicht voll. Und da ich da noch Zinsen für kriege, was recht ungewöhnlich ist, ne? Also ich habe da noch 1,5% Zinsen drauf. Das ist zwar auch weniger als die Inflation ist, aber besser als alle anderen Angebote zurzeit. Und deswegen will ich den auch laufen lassen, bis die mir sagen, so mein Freund, und jetzt musst du das Geld abholen. Das kommt irgendwann. Irgendwann, wenn der voll ist, dann rufen die dich an oder schreiben dir einen Brief oder was und sagen, so, jetzt das Geld abholen. Bitte, sofort. Ne? Und dann, ne, wenn das Geld weg muss quasi, dann würde ich sagen, ja, okay, wir pflastern vorne im Vorgarten, stellen da vielleicht mal 2 Carports hin und solche Dönekissen. Aber jetzt, im Moment, ja, habe ich da ganz wenig Lust zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Das Geld gibt immerhin noch ein bisschen Zinsen. Und wie gesagt, mein Bulli, der steht auf so einem Parkplatz neben dem Haus zwar, aber ist ein offizieller Parkplatz. Meine Tochter stellt sich in eine Seitenstraße, die steht nicht mal im Weg. Also alles easy, ne? Und wer weiß, wie lange die uns noch erhalten bleibt, ne? Jetzt muss ich auch noch niesen. Boah, Himmel, sagt Zement. Und ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. Oh, ich habe es echt geschafft, das Mikro auszuschalten, YouTube. Oh, ich musste auch zweimal. Gib mal bitte einer eine doppelläufige Flinte. Das rennt weg. Boah. Oh, jetzt muss aber schalten. Ach, Gänsehaut am ganzen Körper. Boah, wenn ich da das Mikro nicht ausgeschaltet hätte gerade, ne? Und ich musste erst noch umschalten. Weil ich habe ja mein Stream Deck habe ich ja quasi als Seitenkonsole belegt.
Und die Knöpfe für Aufnahme und so, die sind auf anderen Ober... Also, kannst ja mehrere Layer übereinander legen. Ich weiß gar nicht, kann man eigentlich unendlich viele? Weil ich habe teilweise 3 Layer übereinander liegen. Also 3 Funktionen auf einer Taste. Das ist unglaublich, ne? Also das Stream Deck ist wirklich... Also es ist wirklich eine nice Erfindung. Und das Große finde ich auch okay vom Preis. Aber die Kleinen, ehrlich gesagt, ne? Die Kleinen finde ich vom Preis... Knöpfeverhältnis wäre zu teuer. Ne? Aber das Große ist schon ein fettes Ding. Ey. Kann man nicht meckern. Was ist? Ach so, falsche Taste. Ich denke, was will er? Er muss auch das richtige Bildchen drücken, Diego. Ne? Nicht irgendwelche Bildchen, die du gerade toll findest. So, oh, man muss echt aufpassen, dass hinten bloß nicht die Klappe aufsetzt. Das habe ich beim Silo-Machen auch falsch gemacht. Ne? Und ganz schlimm ist dann, wenn die Kolli von der Klappe sich in der Kolli von der Silowand verspakuliert, ne? Dann hast du die volle Punktzahl. Ich hatte öfter schon die volle Punktzahl in meinem Leben. Nur nie positiv. Ich kriege immer nur die negativen volle Punktzahl hin. Das ist komisch, ne? Naja. Ja, YouTube, jetzt haben wir eigentlich schon, das Video ist eigentlich schon zu Ende, ne? Sollen wir das Feld noch fertig machen? Könnt ihr noch? Oder sagt ihr so, jetzt Rüben haben wir jetzt gesehen, du musst das hier alles schaufeln, haben wir verstanden. Ne? Ich denke, oder? Oder müssen wir das jetzt hier noch rausdiskutieren, den Rübchen? Ah! Oh, musste das jetzt noch sein? Opa Johann, wir brauchen einmal Strautmann Grün, Deutz Grün, den dicken Vorschlag haben wir. Nein, den ganz großen. Den ganz großen und dann kriegen wir das wieder hin hier. Bring noch einen kleinen mit. Nur für den Fall. Ach, YouTube. Kein Video ohne Vollkatastrophe. Wir machen in einem anderen Video weiter. Ich muss jetzt mal gucken. Wir können im nächsten Video mal zum Händler fahren. Das ist aber auch nicht so eine spannende Veranstaltung. Ne? Wie gesagt, ich würde mir gerne noch den Düngervorrat auffüllen. Die Bäume sind ja noch nicht so weit. Im Winter habe ich ja Bäume geplant. Ne, und dann machen wir im nächsten Video. Ja, ich weiß noch nicht. Oder wir spulen oder wir sehen uns im Frühjahr wieder. Ich weiß es noch nicht. Diego ist draußen. Ah, ich habe noch kein Foto gemacht. Machen wir das als Foto? Mist. Machen wir das als Foto. So. Diego ist draußen. Habt euch lieb.